Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Der Sonnenaufgang, der zeigt's an. Ja, wir können wieder loslegen. Wir können weiter schaffen. Die Danu, servus. Servus. Der Xa. Moin. Und meine eine. Wir müssen hier noch eine Bude aus dem Boden stampfen. Ich habe mir übrigens ein bisschen Gedanken gemacht, da wir ja alles auch ein bisschen aufteilen wollten. Aber man auch irgendwie nicht immer quer durchs ganze Haus rennen will, um irgendwas zu holen. Man könnte doch in der Mitte, also ich mache es jetzt einfach mal hier drüben, im Prinzip einen zentralen Raum machen, also etwa so. Mit jeweils dann natürlich eine Tür drin. So. Also das ist so mal eine... Dass der in alle Richtungen begehbar Tür. Ist, sozusagen. Und, ja. Also die Frames hier sind im Prinzip dann die Kisten mit Baumaterial und Rüstung und bla und so weiter. Und jeweils dahinter liegt dann eben der Crafting-Raum dazu. Also so, dass man hier im Raum craftet, aber hier vom zentralen Raum an eine Kiste rankommt. Dass man einfach jetzt nur ein bisschen hin und her laufen muss und alles schnell einsortiert hat. Und jetzt das heißt, ständig von Raum zu Raum... Teil der Wand, sozusagen. Genau, dann muss man nicht immer von Raum zu Raum rennen, sondern kann alles direkt in einem Raum verteilen. Finde ich gut. Klingt eigentlich ganz gut, ja. Das, ich meine, den Grundriss habe ich so als L angelegt. Dann könnte man den vielleicht wie man das irgendwie halbwegs integriert, ja. Oder wir machen halt doch einen Kasten draus. Dann müsste man die vordere Reihe ein bisschen nach hinten ziehen, damit der Garten nicht zu klein wird. Dann müsste man hier sagen, wir ziehen das hier nach hinten, also hier die weg. Mach's einfach mal. Dann können wir immer noch umbauen. Wobei, man könnte es doch auch so machen, dass man einfach das Eck integriert, also dass man es im Prinzip so, vielleicht bis hier hin. Ja, dann hast so den Raum macht. So dann etwa. Dann hätte man auch gleich hier ist der Aufgang, dann hätte man gleich die Treppe noch in der Mitte. So vielleicht. Und dann könnte man die Unterteilungen vielleicht. Ist gekauft. Mal gucken, vielleicht so. Dann hier drüben dann so vielleicht. Och. Also haben wir den Raumausstatter gefunden. Unterteilung. Einzige Problem, was ich... Warte mal, in dem Moment, jetzt blicke ich es gerade nicht mehr. So. Okay, aber hier wären schon Durchgänge, oder wie? Hier, das hier, was du hier gebaut hast. Oh ja, da kann man dann natürlich auch noch Durchgänge drin lassen, ja. Ne, dass man hier irgendwie dann noch nach hinten so. Also beziehungsweise hier kommt dann natürlich auch eine Tür rein, vielleicht. Genau. Ja. Mittig da bei dem Aufgang direkt so. Ja, oder so, dann, so. Ja, genau. So. Hier drüben dann auch noch. Vielleicht hier, so. Ja, und hier würde sie hier machen, dann so und dann. Genau, und dann läuft die Wand noch hier bis rüber. Genau. So vielleicht. Mir dünkt, dies ist eine gute Idee. Ja, könnte gut werden. Joa. Jetzt müssen wir uns noch drum schlagen, was für Material zum Bauen nehmen. Na, ich würde sagen, die unterschiedlichen... Oder wir nehmen unten Backsteine, also Ziegel. Und für einen zweiten Stock dann Holz oder vielleicht irgendwelche anderen Steine. Da gibt es ja auch so Steinmauern. Dass man Außenwände, so ein bisschen... ja. Ja, Außenwände, klar. Innen können wir irgendwas anderes nehmen. Innen würde ich, wie gesagt, gern mit dem Adobe-Zeug arbeiten. Ich finde, das schaut richtig schön aus. Was ist denn das für eine Haltbarkeit? Das Adobe-Zeug, glaube ich, 1000 oder so. Mein letzten Endes, also, Hand aufs Herz, wenn das Haus angegriffen wird, dann haben wir eh verloren. Also... Ziemlich, ja. Insofern ist es... Wir eigentlich egal aus welchem. Schön bauen. Eben, wir wollten schön bauen, deshalb scheiß auf die Haltbarkeit, darauf wollte ich raus. Gut, deshalb scheiß auf die Haltbarkeit der Blöcke und wir schauen lieber, dass das einfach cool aussieht. Dann können wir auch von außen halt Dope haben. Oder ich weiß nicht, wie es. Also es ist das nee, sind aber dieses Backsteinhaus würde ja nicht schlecht aussehen. Nee, also oder? Das Rope ist halt. Komplett Backstein. Ja. Ja, wie gesagt, das Abgeschoss aus Backstein und oben dann Aussatz aus Holz oder irgendwie irgend so was anderes. Ich würde die Ecken so ein bisschen herausheben, dass man die Ecken vielleicht mit so Baumstämmen irgendwie macht, dass das so ein bisschen rau aussieht. Beziehungsweise du hattest doch diesen Woodlock-Dings mal gebaut gehabt.
Ja, Das würde sich genau, doch meine ganz ich ja. gut machen, so als Als Raumbalken, auch so als mittendrin einmal so durch und so, ja, könnte man genau. aufmachen, ja. Ne, dass man das irgendwie so ein bisschen rustikal so außen hat und dann die Ecken vielleicht ein bisschen anders in einem anderen Material als den Rest vom Haus. Dass man da vielleicht ein bisschen was Dunkleres hat, eben eventuell dieses rustikale Holz dann oder dass man da, weiß ich nicht, dass man die Ecken komplett aus Backstein macht beispielsweise, bis hoch. Und sonst immer nur unten. Und dann hat man immer so eingefasste Bereiche. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Oder man macht so ein bisschen den Fachwerk aus. Also unten gemauert und oben dann so ein Fachwerkaufsatz. Weiß aber nicht, ob man das Ja, man so kann ja irgendwie dazwischen umsetzen kann. Fachwerk machen, aber dann die Ecken halt als stabile Pfeiler sozusagen, als diese tragenden Säulen des Hauses. Und dann, ich habe da so eine. Lass uns mal gucken. Aus was braucht man denn für Adobe-Dinger? Das ist ja, wäre ja dann das Fundament quasi. Also. Daub war, glaube ich, ganz schlicht. Clay, Sand und Stone, glaube Schau ich. doch Ach einfach so, nach, warte mal. Koja. Es geht ja im Inventar. Muss ich ja gar Jo. nicht, muss Geht ich ja gar nicht an. irgendwo hin. Adobe. Ja. Clay, Sand, Stone. Wollt ihr nicht lieber mal die Ecken, die ich gebaut habe, auch mal aufschütten? Haben wir da noch Aber irgendwo Erde gleich. rumliegen? Ich weiß es nicht. Habt ihr welche mitgebracht? Ihr wollt doch Ein Sandschaufeln. bisschen sollten wir sicher was mitgebracht haben. Ich schau mal. Wenn überhaupt. Aber wir wollten Weil das doch wir unten mit hatten. Blöcken machen, oder? Ja, aber oben brauchen wir doch wenigstens eine Schicht Erde, Naja, oder? also wir haben noch ganze 2 Grassy Ground, soweit ich das hier sehe, und 800 Dirt Fragment. Also es gibt auch nicht sonderlich viel. Nein. Das klingt nicht nach wirklich viel. Na komm, dann gehen wir mal Dann rütteln müsst im ihr es Zar. notfalls wirklich mit Frames Also aufschütten. 74 kann ich craften aus dem. Ja, Ja, das wo. wäre schon Anfang. Ja, oder wir fangen wirklich an mit da unten halt Frames, aber die müssten wir ja auch auffüllen, oder? Sonst. Eigentlich schon, ja. Gut, Komm, dann gehen wobei wir rütteln. wir könnten. Na gut, haben wir jetzt auch nicht so viel. Cobblestone. Ja, ich glaube, dann gehen wir buddeln, das ist, glaube ich, Soll denn der Geiz, besser. weißt du? Ah, ich hab noch 396 Dirt Fragments, sehe ich gerade im Inventar, sehe ich Ah, sogar. okay, ja, das sollten wir ein bisschen was mitschaffen. Aber nur Dirt, also da kriege ich nichts mit, muss ich noch bauen, So, das ist Dirt, ja, anscheinend nee, wenig. das reicht bei weitem nicht. Das kannst du ja während dem Buddeln gehen gleich verbauen. Also. Wie hieß das Zeug nochmal? Ach hier. Grassy Ach Ground, ja, ja. doch, da habe ich übrigens auch noch 51 von. Wisst ihr mal. Ja, aber auch das Damit reicht will nicht. aber. Crazy Ground. Nee. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo wir schippen gehen. Oh ja, haben wir doch mal Möglichst ein super nah. geheimes Loch gehabt. Er weiß nur Irgendwo. nicht mehr wo. Ja, das ist der Sinn eines Ich geheimen. glaube, ich gehe da drüben mal den Hügel wegschippen. Warte mal, ich komm mit dir. Lass uns nicht zu weit gehen, weil, ne, wegen hier meinem Server und Überforderung und so. Ja, Oh, ich warte werde mal. jetzt nur hier zur Straße runter, im Prinzip. Ich muss noch meine Schaufel holen, sehe ich gerade. Ich habe gar keine. Wäre nur eine Axt gewesen. Haben wir noch Werkzeug? Ich glaube schon, Ja, oder? ein bisschen was ist da. Weil im Und Moment haben wir ja Schaufeln sind keine. auch mehr als genug da. Ah, okay, wunderbar. Ja, das sind, glaube ich, noch 5 oder 6 da. Werkzeug war doch in irgendeiner dieser anderen Kisten hier, ne? Ja, genau, da haben wir sie doch. Ja, man merkt, neue Aufnahmesession, wie wissen wir nichts mehr. Das ist alles weg. Und was wir am Ende der letzten Folge gesagt haben, ist auch völlig egal. Keine Ahnung, da hat man bestimmt was ganz anderes vor, als wir jetzt machen. Was Nee. interessiert mich das Geschwätz vom letzten Mal? Genau. Nicht? Du hast dich das letzte Mal immer voll als Verkäufer versucht. Was habe ich als Als Händler, Verkäufer? Verkäufer. Nein, Ja. ja. Das war auch sehr erfolgreich. Übrigens, man kann beim Trader wunderbare Einrichtungsgegenstände kaufen, die man so gar nicht craften kann. Unter anderem Fenster. Fenster kannst du auch bestimmt craften, oder? Ja, aber die sind nicht wirklich durchsichtig. Und auch Nicht nicht so wirklich schön. schöne. Das sind also andere, Das sind okay. richtige Fenster, also so wie sie in den Häusern drin sind. Cool. Es sind einige Sachen, die in den Häusern drinnen sind, die du bei ihm kaufen kannst, die du bisher nicht craften kannst. So, diesen Hügel hast du hier auserkoren. Ja, ich habe hier nur gerade einen Hirsch entdeckt, der mal eben zu Schnitzel verarbeitet wird. Ja, ich glaube, Essen brauchen wir hier eine Menge. Ja.
Aber ich glaube, Schnitzel hat man noch viele, oder? Ja, kann man nicht genug haben. Eine sowas in Erinnerung zu haben. Nee, nee, das ist richtig. So, heute bauen wir schön. Erstmal das schippen wir schön. Darf ich das weg schon von meiner Rampe? So sagst du es jetzt noch einmal? Wir versuchen schön zu bauen. Okay, dann kann ich meine Rampe anschauen. Ja, wir geben unser Bestes. Auch wenn es nicht viel ist. Wir sind stets bemüht. Dann kann ich jetzt bemühten ganz sich redlich, ja. Genau. Jetzt finden wir hier noch einen zufälligen Schatz. Klar würde ich das auch noch zutrauen. Tippship Hurra, genau. Die den Folgentitel hatten wir schon mal. Das, ja, aber da geht es doch um Schatzjagen, oder? Wir können jetzt kreativ werden und einen neuen Folgentitel uns ausdenken. Aha. Irgendwas mit Dirt. Dirt, Dörte. Och nee. Mal gucken. Die Dreckschaufler. Habt ihr euch eigentlich auch überlegt, ja, im Haus, wo dann der Pool hin soll? Weil Koja wollte ja eigentlich einen Pool haben. Aufs Dach. Aufs Dach. Natürlich aufs Dach. Sonst Pool. Geht's nur noch gut. Pool mit schönem Blick aufs Dach. Du sorgst für irgendwo die Stabilität. Kunst hier was. Ja, ich habe auch was gehört, aber keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Nee, das ist eure Aufgabe. Ihr seid hier die erfahrenen Baumeister. Du hast gefragt, wo der Pool hin soll. Ich habe nur gesagt, wo. Mhm. Okay. Ja, der kommt natürlich unten hin. Man muss doch von der Mauer hopsen können in den Pool rein. Das viel cooler auf dem Dach mit so einem, also so einem Pool, der dann ins Meer übergeht, quasi in dem Horizont. Wenn du da drin schwimmst, dann so nur irgendwo nur Meer herkriegen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, wir fangen doch gerade damit an. Bisschen wir dann noch mit Wasser auffüllen. So, noch ein bisschen tiefer buddeln. Genau. Wir schaufeln uns ein Meer. Genau, dass ihr wir haben hier nebenbei den Stream an übrigens, ja, für die Zuschauer bei YouTube. Und deshalb habe ich gerade mal einen Blick im Chat gehabt. Ja, Dirty Dancing wird vorgeschlagen. Finde ich sehr cool. Oder Dirt Dancing vielmehr. Hat was. Hat der was mit, als Folgentitel, ja. Der mit der Schaufel tanzt. Buddeln für die Butze. Auch gut. Butzenbuddle. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir buddeln fürs Bruttosozialprodukt. Ah, ja. Nicht? Naja, ich buddel ja nicht. Ich bin am Rampen verlegen. Voll spannend. Wolltest du das nicht du machen, Koja? Buddeln voll rum. Ist auch gut. Buddeln voll rum, ja. Ich sehe schon. Alle viel kreativer als wir. Das ist ah, ja, herrlich. So, wir haben die blöden Rampen jetzt gelassen. Einfach Ramp. Da unten. Absolut was. Oh, mir geht das voll drauf. Ich hab da mal den Vorschlag für dich. Oh. Wenn da Vorschläge verteilt, tut das weh. Jo, aber nicht mehr. Außerdem, Danu, ja, wird gerade völlig richtig festgestellt, es sind keine Rampen, ja, Rampe, 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 sondern es sind Schrägen. Da bestehe ich auch drauf. Wort Rampe ist aus dem Wortschatz gestrichen, seit einer gewissen Folge. Welcher denn? Ich, keine Ahnung. Warum weiß ich denn das nicht? Ich habe gerade den Titel schon genannt. Ich glaube, das müssen wir noch mal erklären vorher. Das heißt nicht mehr Rampe, aus Gründen.
Aus Gründen, okay. Aus Gründen. Dafür lese ich schon, dass ich eine Rampensau bin. So, so. Das ist voll. Das ist, ja. Nee, das war falsche Taste. So. Schaufelschrott. Ein Glück, dass ihr eine Ersatzsaufel dabei habt. Eine Ersatzsaufel? Hast du gerade Saufel gesagt? Ja, er hat gerade Saufel gesagt. Nein, ich habe Schaufel gesagt. Warum habe ich eigentlich nur Lehm? Saufel. Ich habe die ganze Zeit nur Lehm geerntet. Super. Warum auch? Okay. Ja, aber... Lässt sich so schlecht Boden draus machen. Naja, wenn... Hast du jetzt gesagt? Wobei Lehm brauchen wir für die Bricks, gell? Auch, beziehungsweise für die Forge auch. Also zum Einschmelzen. Ja, das sowieso, ja, aber jetzt auch fürs Haus direkt. Ja, da auch. Passt das ja. Ihr könnt ja gar nichts Falsches mitbringen. Nee, das stimmt. Im Endeffekt brauchen wir wieder alles, aber ich, so, den 69er Miner, den muss ich nochmal ein bisschen leveln hier. Nervt ja, wenn ich für Erde zweimal schaufeln muss. Ja. So. Ich glaub's, komm, ich bin mit der einen Rampe gleich fertig. Ja, jetzt hätten wir noch einen neuen Titel theoretisch, ne? Also. So eine Saufelei. Mit Sars-Gleim verflecht. Da ist was dran. Eine Wahnsinns-Saufelei. Wir müssen mehr Folgen machen in dem Bereich. Ja, wir müssen. Jetzt haben wir, so viele Schaufeltitel, dass wir noch ganz viele Schaufelfolgen machen müssen. Ihr seid alle selbst dran schuld, so. Ich bin's ganz nicht. Genau. Ihr habt es so gewollt. Ihr wart zu kreativ, jetzt müssen wir leider. Ja. Verflixt und zugesaufelt. Ja, genau. Haben wir uns auch ganz schön eingesaufelt hier. Können wir so schnell nicht wieder aufhören. Produziert hier wenigstens nebenbei gleich Grassy Ground. Klar. Ja, klar. Nee, selbstverständlich. Also bitte da nur, ja. Also, oh ja, du weißt, dass ich deinen Stream offen hab. Unmöglich. Oh, scheiße, oh. Schreierin. Oh, klar. Oh, scheiße, ein Polizist. Hast du deine Dings dabei? Ja. So, also die Rampe ist noch heftiger als die andere. Vorschlag, Schrein ist. So, bleib stehen, du. Ich hab meine Wumme dabei, aber ich hab keine Schuss dabei. Alter. Scheiße, das ist eine Rampe. Krapple. Also ihr bringt jetzt definitiv Gras mit, ja? Wir bringen gerade eine Wanderhorde mit, die sich gewaschen hat. Mit Polizist und Spinnen, Zombie und allem. Ach, ich bring's denn nicht, okay. Ah, das gibt's auch gar nicht. Hunting Rifle dahin, Crossbow dahin. Betonblöcke. Ja. Ich treffe wieder toll. Oh, die noch weg. Kriegt das hin oder nicht? Oh ja. Bestimmt. Auch wenn hier gerade Zombie ein bisschen in der Gegend rumkotzt. Also er wird explodieren, ne? Aber. Ich hab meine kleine Knifte dabei, mal gucken, ob's reicht. Versuch mal in den Kopf. Ah, der zuckt so, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Vorsicht, jetzt wird er sich wahrscheinlich. Ah. Ist alle hart. Stil, ja. Okay, es. Oh, ich hab den Pistole fallen lassen. Ich hab den Loot, ich hab den Loot auch aufgehoben, den ich gesehen hab. Ja. Eieiei. War putzig. Mhm. Das ist alles von so einer kleinen Schreierin, also. Na gut, sie hat zweimal geschrien. Was, jetzt hätte ich die Enten gar nicht abstützen müssen?
Was? Ja, nix. Ich habe nur die eine Ecke, die nur als Holzframes bestand, gerade ausgewechselt. Sicher ist sicher, habe ich mal gedacht. So, nach dem Motto, wenn wir jetzt ankommen. damit ankommen, nee, also das hätten wir schon nicht gemacht, glaube ich. Naja, dann wäre die Mauer unter Umständen eingestürzt. Ja, das, nee, sowas machen wir doch nicht. Das ist ja völlig sinnlos. Mhm. Ich habe sicherheitshalber trotzdem ausgewechselt. Liegen hier auch noch Hunde rum. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir davon auch noch welche hatten. Doch, dem habe ich einen Vorschlag verpasst. Ah, und wie hat er den gefunden? Umwerfend. Umwerfend. Xa ist halt einfach umwerfend. Ja, Xa ist unwiderstehlich mit seinen Vorschlägen. Kannst du gar nicht nein sagen. Oh, ich hab Durst. Welche Überraschung. Ja, ich hab auch Hunger und Durst. Wieso drücke ich halt dauernd wieder I statt Tab? Keine Ahnung. Halb besaufelt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns hier nicht versaufeln, ne? Ja. Oder gar einsaufeln, um Gottes Willen. Oh Gott. Ich kenne die zwar nicht. Ich kenne sie nicht. Beim Putteln angesaufelt. Kommt völlig eingesaufelt zurück. Das geht ja gar nicht. Ach, das kennt man von Kindern, die stellt man dann in den Browser. Genau, Sandkasten. Genau. Und dann lasst man es erst raus, wenn es komplett abgeduscht ist. Ja. Am besten mit Quant. Herrlich. Achso, war das jetzt eins zu hoch? Ah, egal. Habe ich ein paar Betonblöcke verschwendet. Egal. Da nu. Ja. Auch noch Beton. Ja, aber die nicht aufgewerteten. So. Wo ist eigentlich der Xa hin? Ich hab da hinten gerade noch einen Reh umgewalzt. Ach so. Wie immer. Lässt halt mich hier alleine saufeln. Ja, ich. Genau. So, trink. Hast du zufällig was zu trinken dabei? Ein Glas habe ich gelootet, aber das habe ich gerade selbst geschluckt. Dann mache ich mich mal zurück, weil ich muss dringend was trinken, ich bin bei 0%. Einmal mit Profis, die Antwort kennst du. Nein. Welche? Ach, jetzt sagst du es einmal, und weil ich dann kann ich mich schön muten zum Husten. Und dann kommt dann noch die Rückfrage zurück. Das ist also. Ja, ich kann ja nicht sagen, falsch auf Server, wir spielen bei dir im PC. Aha. Stimmt. Falscher PC? Ja, mein PC ist der Server, also Großserver hier. Rechenzentrum, Koja. Rechenzentrum, genau. Da wird übrigens bei mir schon wieder die Pausenglocke geläutet. Ja, bei mir auch. Ja. Ich. Du ignorierst es gerade. Ich muss jetzt erstmal was saufeln gehen. Ich habe ja schließlich okay. Durst. Da muss man ja saufen. Saufeln. Okay. Ja. Süffeln. Oh saufeln. Nein, ich kenne ihn echt nicht. Ja, ich habe zu wenig zu saufeln dabei. Ja. So, halt, ich muss ja gar nicht hoch. Hoch gibt's ja gar nicht mehr. Ich würde die Kiste, wo Essen nimmt, steht. Da, wo Essen ist, die nehme ich und hab dann, hast dann was zu trinken. Was zu trinken. Mhm. Ist doch warte jetzt logisch. Noch in Saufelkiste umbenennen. Kann man machen, ja. Boah. So, einmal jetzt saufeln. Ich da eigentlich. Ach komm, einmal geht noch. Wasser haben wir ja auch. Genau. So. Ja, Wasser haben wir genug. Ich brauche dann nur mal Tee. Und Grilled Meat bräuchte man auch mal wieder. Das ist nämlich das letzte, was ich jetzt gerade esse. Schmeiß ins Lagerfeuer. Oh, ich hatte gar keins mehr gebraucht. Ups. Entschuldigung. Ich dachte, ich wäre hungrig. Was habe ich denn da eben gegessen? Was so viel. Ich hatte eine Dose gegessen. Hatte ich so viel gefüllt? War es so eine große Weise? Dosen, ja. Weiß ich nicht. Im Lagerfeuer ist ja auch noch einiges. Soll ich aber einfach mal ein bisschen reinschmeißen, dass wir sagen, hier... Ja, klar. Wir machen halt nicht rein. Alles, weil es könnte ja sein, dass wir Eier finden und dann könnten wir was Leckereres machen. Mhm. Und der Garten muss ja auch bald was abwerfen.
Haben wir kein Holz mehr? Weiß ich nicht. Hast du alles im Inventar, weil in der Bauenkiste ist kein Holz mehr. Und dann ich könntest du mal was in das Lagerfeuer reinschmeißen. Ich habe nämlich nichts mehr zum Anmachen. Okay, ich komme rein. Ich habe aber auch nur noch 1000. Muss dann gleich wieder raus. Ja, gut. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die sind mal ein bisschen kürzer, weil ich immer noch so erkältet bin und da meine Stimme nicht so lange mitmacht. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann können wir sicherlich schon mal anfangen, die Ecken da dicht zu machen und dann das Häuschen drauf zu flanschen. Denke mal, das wird was. Also, bin gespannt, was ihr so meint zur Idee. Was haben wir denn hier? Hier ist irgendwie wieder der schöne Bug. So. Bin gespannt, was ihr für Ideen habt zum Haus. Vielleicht könnt ihr auch noch irgendwas in die Kommentare reinhauen, wie wir bauen können, was wir noch machen können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.